läuft eigentlich das Thema Scheibenreparatur oder Scheibentausch als eigenständiges Geschäftsfeld? Das ist unser Thema heute und wir sind hier zu Gast bei Scheiben-Dr. Wolfenbüttel und bei mir ist der André Gregus, der Inhaber. Hallo. André, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über deinen Betrieb. Ja, erstmal schönen guten Tag. Mein Name ist André Gregus. Wir sind hier beim Scheibendoktor in Wolfenbüttel. Es ist mein Betrieb seit 9 Jahren. Wir sind 2 Mitarbeiter, relativ klein für, mit 50.000 Einwohner sollte das eigentlich auch mit 2 Leuten klappen. Man sieht es ja, 9 Jahre sind wir schon am Markt hier am Standort. Da sind wir eigentlich schon wieder genau im Thema, André. Wie lohnenswert ist denn das Thema Scheibenreparatur, Scheibentausch als Betrieb? Ja, wir als kleiner Betrieb müssen natürlich auch gucken, dass wir heutzutage, gerade durch die Corona-Zeiten, war es immer nicht so einfach, hier am Standort uns zu halten und auch die Umsätze zu generieren. Das war immer nicht so einfach, aber wir mit 2 Personen kriegen das auf jeden Fall ganz gut hin. Es ist natürlich jetzt gerade eine schwierige Zeit. Wie laufen denn die Geschäfte momentan? Zurzeit ist es jetzt so, dass wir relativ gut im Standort Wolfenbüttel, weil natürlich auch der Scheibendoktor hier schon sehr, sehr viele Jahre positioniert ist. Da sind wir relativ im Vorteil gegenüber vielleicht anderen Autoglaser oder andere Scheibendoktoren, die dann vielleicht erst neu anfangen oder so. Und wir haben natürlich viele Kundschaft, die relativ häufig kommen oder die uns auch schon kennen seit vielen Jahren. Wo liegen aktuell denn die größten Herausforderungen für euch als Betrieb? Wir kennen ja die Lage zurzeit. Es wird alles teurer. Wir haben, ob nun Strom, Unterhaltskosten, egal was eben, Energiekosten. Auch die Einkaufspreise sind alle gestiegen von sämtlichen Autoglaser-Geschäften. Es ist alles allgemein teurer. Umsätze zu generieren ist natürlich ziemlich schwierig, gerade in der Zeit. Aber wir versuchen natürlich alles zu machen und Gas zu geben. Ne? Wie sieht es mit den Lieferzeiten aus? Habt ihr auch mit Lieferengpässen zu kämpfen? Anfang der Corona-Zeit war das so, dass einige Großbetriebe da Schwierigkeiten hatten oder auch Glasereien. Aber zurzeit, jetzt im jetzigen Zeitpunkt, funktioniert das einwandfrei. Wir haben ja ein breites Portfolio, wo wir eben sämtliche Glassachen her bestellen können. Ob das ein AGC, Pickett, ein Nordglas, Guardian oder Glavista jetzt heutzutage, die haben haben sich umformiert. Da kriegen wir natürlich dann alles her. Ein Glück. Ja. Das heißt also, die breite Aufstellung von Scheibendoktor, was die Lieferanten angeht, kommt euch da auch zugute? Ja, auf jeden Fall, genau. Okay, was muss man denn überhaupt als ein Autoglasbetrieb bieten können, den Kunden? Was muss man leisten können heutzutage? Ja, heutzutage ist es natürlich so, die Autos werden immer moderner, immer komplexer. Früher war es eben nur so, man hat eine Scheibe und Gummi eingezogen. Heutzutage ist es der Klebstoff, der sich verändert hat. Kürzere Ablüftungszeiten, schnellere. Die Kunden werden ja immer terminierter, die wollen immer schnell, schnell, schnell. Dann ging es los, Sensorik ging es los, dann Heizung und jetzt sind auch die Kamerasysteme. Wir haben heutzutage schon fast jedes dritte, vierte Auto, denke ich mal, von meiner Seite aus, ist heute schon kamerabasiert mit Abstandsradar und sonstiges. Und da müssen wir natürlich immer auf dem neuesten Stand sein. Ne? Mhm. Das ist wichtig. Okay, sicherlich spielt auch das Thema Service da eine gewisse Rolle. Genau, wir als Scheibendoktor Wolfenbüttel machen natürlich relativ viel Service. Wir als einziger Autoglasbetrieb machen natürlich auch Vor-Ort-Service, Hol- und Bring-Service. Wir haben natürlich unser Fahrzeug, was vielleicht auch schon auf einzelnen Videos vielleicht schon gesehen wurde, was vor der Tür steht, wo wir dann auch LKWs, PKWs, Kfz-Werkstätten, mit denen wir zusammenarbeiten, auch vor Ort helfen. Weil LKWs hier in der kleinen Halle können wir natürlich nicht wechseln, aber da fahren wir dann zum Kunden raus. Das heißt, da sind dann auch Synergieeffekte gefragt und ihr habt sicherlich ein großes Netzwerk hier. Genau, richtig, genau. Das ist natürlich, man muss natürlich auch viel unterwegs sein. Spielt natürlich auch Versicherungen auch eine große Rolle, ne? Dass man da natürlich mit denen auch kommuniziert und auch die Büros anfährt und dass man auch sagt, hier, wir sind da, wie kann man euch helfen? Und den Kunden, der wird ja damit auch geholfen. Wie ist denn das Verhältnis bei euch zwischen der Scheibenreparatur und dem Scheibentausch? Ja, wir haben, das Verhältnis ist so circa so 20-80, also 20% Reparaturen und 80% Scheibenaustausch. Da versuchen wir so gut wie möglich uns dran zu halten oder sogar besser zu sein.
Okay. Ja. Jetzt hast du vorhin das Thema Kosten angesprochen. Damit einhergeht ja, dass man so effizient wie möglich ist. Wie gelingt euch das dann hier in der Werkstatt? Ja, wir versuchen natürlich alle Wege zu optimieren. Natürlich auch Stromkosten zu sparen, ob es nun Papier ist, ob es nun auch Strom und sonstiges. Da müssen wir natürlich daran arbeiten, um da ja an Effizienz zu bleiben. Ne? Das ist natürlich auch wichtig, was in der Zeit natürlich auch gerade ja, eine Herausforderung ist. Ne? Okay. Wie erhaltet ihr als Betrieb, als Scheibendoktorbetrieb, dann Unterstützung von der Zentrale von Scheibendoktor? Ja, da kriegen wir natürlich viele Unterstützung. Wir hier im Standort Wolfenbüttel können natürlich nicht viel ausrichten, was ringsherum passiert. Da sind wir natürlich angewiesen auf die Zentrale, die natürlich mit Versicherungen arbeiten, die Kooperation, Flottenverträge. Jedes Jahr wird das ja oder alle zwei Jahre wird ja neu verhandelt. Wir wollen natürlich Verträge verlängern, Verträge neu abschließen mit Versicherungen, mit denen wir vielleicht noch nicht zusammenarbeiten, da ranzukommen, um Verträge dann auch abzuschließen, um dann auch die Betriebe, das auch geleitet wird. Ne? Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Nicht nur der Alltagskunde, der hier reinkommt, sondern auch von der Versicherung oder die Vermittlung. Das ist ja auch alles ein Thema, was mit einfließt. Ne? Mhm. Wie sieht es mit der Unterstützung aus hinsichtlich Marketing? Marketing, Werbung an sich müssen wir hier als Standort selbst stemmen, hier in dem Bereich Wolfenbüttel. Aber was ringsherum geht, macht natürlich unsere Zentrale, ob nun Facebook, Instagram oder was auch immer, da sind die natürlich dann aufgestellt. Und wir können natürlich da dann auch was zusteuern, auch über unsere oder Internetseite. Und das ist eben, was funktioniert und auch klappt. Okay. Jetzt gibt es ja seit ungefähr 2 Jahren die Kooperation zwischen Scheibendoktor und der Eurogarant Autoservice AG. Heißt Scheibendoktor 2.0. Ihr seid da auch mit dabei. Was bringt euch denn diese Kooperation? Ja, natürlich. Eurogarant ist natürlich jemand, der uns viel hilft und unterstützt, ob es nun Abrechnung ist. Wir haben eine zentrale Steuerung sämtlicher Versicherungen. Das heißt, früher wurden wir einzeln abgerechnet. Jetzt ist es so, dass alles zentral, alles auf einen Punkt gebracht wird. Eurogarant ist natürlich ein großer Partner, der uns hilft, abrechnungstechnisch wie auch was Flotten angeht. Ne? Das heißt, da wird euch auch ein Stück weit der administrative Aufwand abgenommen, was euch ja wiederum hilft, die Stunden zu verkaufen, sicherlich. Genau, richtig, genau. Wir haben natürlich in vielen haben wir natürlich auch Probleme früher gehabt, was jetzt viel einfacher geworden ist. Hier als Standort wie auch als komplette Zentrale. Ne? Die haben natürlich die Abwicklung, die Verkettung läuft viel sauberer und die Abwicklung geht viel schneller als früher. Mhm. André, vielen lieben Dank für das Interview. Das waren sehr interessante Einblicke. Ja, danke schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.